Ja, willkommen zum Werner Vino on Tour. Schon seit längerer Zeit haben wir ja mal versucht, wieder hier nach Kastel zu kommen. Und heute sind wir hier und machen ein kleines WhatsApp. Ja, ich bin heute nicht alleine da. Wollt ihr euch einfach mal kurz vorstellen, dass unsere Zuschauer es sehen können, mit wem wir es heute reden können? Sehr gerne. Ich würde sagen, Ladies first, Elisabeth Finkbeiner. Unsere Vertriebsleiterin für das Thema Gastronomie, Export, Fachhandel, Matthias Schäfer, Vertriebsleiter Innendienst, Privatkunde und meine Wenigkeit Peter Geil, Weingutsleiter der Domäne Kastel. Mhm. Ja, im Weingut hat sich ja einiges in den letzten Jahren eigentlich getan. Wollt ihr einfach mal unseren Zuschauern sagen, was sich so getan hat? Also wir sitzen ja hier schon in einem der Neuerungen. Wir haben die Vinothek jetzt neu gestaltet im vergangenen Jahr. Da warst du ja auch bei der Einweihung vor einigen Wochen. Also man kommt hier in ganz andere Räume eigentlich rein. Wir stehen hier auf dem Boden aus den Eichen unserer eigenen Wälder. Es geht einfach, wie es im gesamten Unternehmen halt einfach um das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften geht. Aber natürlich, was die Weine betrifft, wir fokussieren uns da jetzt viel, viel mehr auf unsere Lagenweine, auf den richtigen Lesezeitpunkt. Aber auch so, ich sage mal, Spielereien wie das Granit, wo wir später noch hinkommen werden. Aber was das Wichtigste ist, meines Erachtens nach, wir fokussieren uns auf das Thema gereifte Weine. Wir haben letztes Jahr uns entschieden, dass unser großes Gewächs erst nach 5 Jahren auf den Markt kommt, und das ist wirklich ein Zeichen für den Silvaner, für die Langlebigkeit unserer vom Gipskolber geprägten Weine. Das ist auch wirklich was komplett Neues. Also das ist auch, ich kenne jetzt kein anderes Beispiel die von den Weingütern in Franken, die das wirklich so konsequent machen mit der langen Lagerung vom großen Gewächs. Ja, ich denke, da kommt sicher noch was uns dazu spielt, das ist einfach der Gipskolberboden, der einfach Zeit, der Weinzeit gibt. Das ist für uns eigentlich ein Geschenk der Natur. Vielleicht hat das Weingut schon immer das auch gewusst, aber wir gehen heute ganz konsequent auch damit um, in der Jugend reduktiv. Dann auch dieses Potenzial. Ich gehe gerade sehr gern mit gereiften Weinen jetzt am Markt unterwegs, um auch dieses Wow-Effekt bei den Kunden zu haben. Weil viele sagen, wir trinken Weißwein einfach jung, wir tun uns schwer mit gereiften Weinen. Und dann stehen die doch noch in 20 Jahren oder 15 Jahren so frisch da, als ob sie gerade erst abgefüllt worden sind. Und gerade das Thema gereifte Silvaner ist eigentlich gerade schon bei vielen Leuten im Munde, dass einfach Silvaner einfach so ein wunderbares Reifepotenzial hat. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen ist es angekommen oder bei Leuten, die sich auskennen, aber ich glaube, dass da noch viel zu entdecken gibt und dass es auch viele Journalisten sagen, wenn die zur großen Gewächsprobe kommen nach Mainz oder Wiesbaden, dass sie sagen, sie tun sich mit Silvanern schwer, weil die zu jung vielleicht verkostet werden. Das heißt oft, die könnt ihr jetzt nochmal 4, 5 Jahre in den Keller legen und dann macht das erst richtig Spaß. Und wenn es jetzt gerade um das Thema Essensbegleitung geht, Matthias, da ist es natürlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, wenn ich halt einfach im Wein eine viel feinere Säurestruktur habe, auch die Frucht ist offener, dann kann ich mit dem Essen einfach viel besser spielen und das Food Pairing macht einfach mehr Spaß. Das ist eine ganz, ganz feine Geschichte und wir versuchen ja auch immer unseren Kunden auch mal einen gereiften Wein auch hier in der Vinothek anbieten zu können. Und wir merken das positive Feedback, wie die Leute einfach begeistert sind, weil sie sich zum Großteil auch nicht vorstellen können, dass sowas auch funktioniert. Ja, gereift ist das eine Thema, aber was für uns ein Riesenfokus ist, auch diese Lagentypizität ins Glas zu kriegen. Wir haben hier in Kastel 7 Einzellagen, die alle ganz unterschiedlich geprägt sind. Es ist nicht eine Lage, die von links bis rechts gleich schmeckt, die sind teilweise nur in größeren Steinwurf voneinander entfernt. Und das wollen wir einfach auch mit dem Silvaner ins Glas bringen. Und von diesen 7 Lagen sind 5 Monopollagen. Und 2 dieser Monopollagen würden wir jetzt gern mal mit dir verkosten. Gerne. Und die zeigen wirklich, wie unterschiedlich das ist und wie unterschiedlich der Silvaner das auch ins Glas bringt. Ja, was haben wir jetzt im Glas? Wir haben jetzt im Glas Casteller Hohnart aus dem Jahr 2020. Hohnart ist eine Lage, so eine kleine Erhebung kurz vor Kastel, südwestlich ausgerichtet, schon seit über 750 Jahren mit Weinbergen bestockt, und da steht eigentlich den ganzen Tag die Sonne drin. Ne? Das ist fast schon in so Jahren wie 18, 19, 20
fast schon ein bisschen zu warm, hat auch immer eine sehr gelbfruchtige Art, sage ich mal. Ist ein Wein, der auch solo funktioniert, aber natürlich auch ein hervorragender Essensbegleiter ist. Aber gern auch mal eure Meinung, wie ihr den Wein jetzt auch mit ein bisschen Luft charakterisieren würdet. Ich verkoste ihn immer gern zusammen, auch im Vergleich mit dem Kugelspiel. Ja. Was ist meine Lieblingslage hier? Nicht nur vom Namen her, sondern es liegt einfach etwas kühler. Und die beiden geben einfach einen richtigen Unterschied von der Lage her, wobei reine Silvaner sind. Und beim Honert mache ich einfach mehr Gelbfrucht drin, mehr etwas mehr Kraft, im Kugelspiel etwas mehr Kühle, aber auch eine Eleganz, eine Länge. Und macht mir gerade Freude, auch der 19er und 20er zusammen zu verkosten. Das Team hat ja auch entschieden unter Peter Geil, dass auch die erste Lage erst am 1. September des darauffolgenden Jahres auf den Markt kommt. Das ist auch nicht so häufig, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also ich denke, viele haben sich jetzt entschieden, noch das große Gewächs nach 2 Jahren auszugeben. Aber so konsequent, wie wir hier sind, weiß ich nicht, das ist, denke ich, eine Entscheidung einfach des Hauses. Das spricht auch für Kapitalgebundenheit und für Investitionen, aber auch die Weine dann mit dem Punkt auf den Markt zu bringen. Ja, aber einfach auch ein bisschen Vorreiter zu sein. Beim Silvaner waren wir es grundsätzlich schon bei der ersten Lagenklassifizierung und das wollen wir jetzt einfach auch weiter vorantreiben. Ich denke, bei dem Wein merkt man auch ein bisschen, dass das Thema großes Holzfass eben gut tut. Matthias, du als Sommelier, sage ich mal, kriegst wahrscheinlich schon irgendwelche Vorstellungen, was man gut dazu essen kann, wie man das auch als Food Pairing gut einsetzen kann. Ja, mein, der Honert durch seine Schmelzigkeit, auch durch ein bisschen kräftigeren Körper, auch immer so eine feine Würze, passt auch jetzt so ein bisschen in diese, sagen wir mal, Spätsommer mit Kürbis, wenn man auch damit mit Sternanis vielleicht auch ein bisschen ganz kleine Spur Curry dabei hat und dazu, ich sag mal, auch einen Kalbsrücken, der ein bisschen Röstung dazu hat. Sowas finde ich zum Beispiel ganz spannend. Also Kalb ist mir jetzt auch spontan eingefallen. Ja. Viele reduzieren den Silvaner ja auf Spargel und das wollen wir einfach haben. Das sind wir vom letzten. Verpassen ziemlich viel. Ja, genau. Das ist Allrounder das ganze Jahr über. Ja. Ja, ich finde auch, Silvaner ist so ein wirklich absoluter, sehr guter Essensbegleiter. Also den kann man wirklich. Und das Schöne ist einfach, auch durch die Entscheidung, den später zu bringen, hat man nochmal 3-4 Monate länger Zeit, wo der Wein wirklich mit der Hefe im großen Holzfass liegen bleibt. Und das ist wie, ich sage immer, wie Kuh und Kalb. Je länger die zusammenbleiben, umso besser ist es eigentlich. Und da gibt man ihnen einfach mal ein bisschen mehr Zeit. Und das macht jetzt erst so richtig Spaß, so die 20er auch zu probieren. Also ich finde ihn auch sehr, sehr gelungen. Sehr, ja, also das ist einfach so ein richtig schöner Silvaner hier aus dem Kolperland. Nicht ganz typisch, finde ich jetzt. Also der Kolper ist nicht so sehr prägnant, finde ich. Da gibt es andere Vertreter hier im Weingut, aber ich finde ihn sehr schön. Ja, liegt aber, glaube ich, auch am 20er Jahrgang, der auch für uns im Weingut eigentlich eher untypisch ist, also jetzt schon eigentlich so zugänglich ist. Der 20er ist durch diese hohen Tag-Nacht-Unterschiede in der Temperatur während der Lese, hat er eine dermaßen Fruchtausprägung, was gerade da einzigartig ist. Und das, glaube ich, ist auch das, ja, dieser Unterschied, dass man sagt, es ist gar nicht so typisch für einen Kolper, weil er eigentlich doch so schön im Glas jetzt schon steht. Ist aber auch so ein bisschen so ein Ansatz von einem kleinen Stilwechsel, in Anführungsstrichen. Auch 2020 haben wir die Lage Honert als Lagenwein am zweiten Lesetag geerntet. Also relativ früh. Es war einfach in Anführungsstrichen reif und wir haben gesagt, okay, wir gehen bewusst weg von diesem etwas barockeren Stil von früher, eher ein bisschen Richtung Kernigkeit, aber der Honert wird immer der gelbfruchtigere sein. Wenn wir jetzt vielleicht das Kugelspiel dagegen probieren, dann merkt man, da ist noch viel mehr, sage ich mal, ja, Kolber-Kernigkeit irgendwie mit im Spiel. Aber das macht es ja auch aus am Schluss, um die Unterschiede auch rauszubringen. Sind ja auch die Kinder von den gleichen Eltern unterschiedlich und das ist ja auch ein Stück weit auch, was die Natur hergibt und es ist nichts schlecht oder gut, sondern es ist einfach anders. Und das wollen wir auch, diese Andersartigkeit ganz klar, die wir in den Monopollagen haben, unterschiedliche Böden, unterschiedliche Anlagen auch zeigen. Den Kugelspiel im Glas, den 2020. Ja, man muss wissen, das Kugelspiel, da stehen eigentlich mit unsere ältesten Rebstöcke, über 50 Jahre alt. Und gerade 2020, der ja auch mit einem heißen Sommer geprägt war,
Das hat dem Thema schon gut getan. Also das Thema Wasserstress war eigentlich keins. Ich habe dann auch ein bisschen früher geerntet, wie eigentlich früher. Man sieht es auch im Alkoholgehalt. Das sind jetzt eher knappe 13 und nicht irgendwie 14,5 oder sowas. Und eben auch der Ausbau im Holzfass. Die Eichen stammen übrigens aus eigenen Wäldern. Also das Thema Terroir wird einfach das sehr rund und sehr greifbar. Nicht ganz so viel vom Anteil wie beim Hohnart, auch diese Kernigkeit ein bisschen mehr noch zu unterstützen. Und das ist also mein persönlicher Lieblingswein. Ich glaube, hier drüben sind noch ein Fan, glaube ich, oder? Zwei. Ja, ist halt im Vergleich zum Hohnart ist er halt der etwas mehr Zeit braucht, der etwas straffere, etwas von der Filigrane, auch die Säure ist einfach ein bisschen spitzer. Aber ist der Silvaner-Typ, den ich einfach so einen kleinen Ticken bevorzuge. Ja, ich finde, er hat auch wirklich, da kommt der Kolper durchaus mehr durch. Also ich finde, er hat auch eher so ein bisschen leichte grünere Noten, finde ich jetzt eher so. Ja. Weil das Spannende ist ja auch, man sieht an den beiden Weinen, wie die, ich sag's mal, Klimaspanne so ein bisschen beim Silvaner auch zu sehen. Silvaner kommt ja aus einer Zeit, er wurde in der Zeit angebaut hier, Mitte 17. Jahrhundert, da war es wirklich recht frostig, recht kühl. Aber er schafft es auch jetzt mit der Klimaerwärmung und 20 war ja ein sehr heißer Jahrgang, immer noch, sage ich mal, sehr, sehr feine Weißweine auch ins Glas zu bekommen. Also was ich auch sehr gut finde bei dem Wein jetzt, er hat eine schöne Säure. Weil ich finde immer so ein Wein, der keine Säure hat. Ja, es wird gleich lächerlich. Da kann man so. Also ich möchte ja auch ein zweites Glas trinken irgendwie und wenn da keine, also nicht diese Säure da ist, dann, ja, dann fehlt mir das. Es muss schon Schluckreflex auslösend sein. Wir sagen mal Trinksgeschwindigkeit. Oder so. Ja, aber da ist auch das Thema Trinkfluss, Eleganz bei den ganzen Verkostungen bei uns ein großes Indiz, wo wir sagen, wir wollen einfach nicht, dass die Weine vorne bremsen, sondern die müssen nach hinten, die müssen durchlaufen und die müssen auch animieren. Aber trotzdem den Charakter halt noch ins Glas bringen und das ist jedes Jahr eine neue Aufgabe, eine tolle Aufgabe. Ja. Nee, wirklich Kompliment, der ist sehr schön. Ich finde, der ist straff und der hat sich jetzt auch schon wieder seit 1. September wieder entwickelt. Wir haben noch ein paar 19er, mit denen ich auch gerade auf dem Markt unterwegs bin, und sage ich auch, was das Potenzial angeht. Und 20er war wirklich vor 2 Monaten noch ein Stück weit verschlossen. Es ist immer eine Momentaufnahme, auch wir sind nicht immer gleich zugänglich, gleich drauf. Ich finde, der 20er hat sich jetzt enorm schön entwickelt. Der war ein bisschen in der Pubertät, sage ich mal. Das hat jetzt immer ein bisschen gebraucht. Aber und ein Rotwein verschließt sich immer wieder. Und natürlich. Das ist so. Ja, sehr schön. Ja, auch sehr gut. Dann, sehr schön. Dann gehen wir noch zu was Gereiften. Genau, gehen wir nochmal zum großen Gewächs. Der ist jetzt bewusst schon etwas geöffnet, weil er, denke ich, nicht Luft braucht, aber trotzdem auch Zeit braucht. 2013er, großes Gewächs, eigentlich schon nicht mehr groß erhältlich. Nach 5 Jahrgängen uns entschieden, den Wein auf den Markt zu bringen. Das heißt, wir sind mit dem 16 momentan auch mit gutem Erfolg von den Ergebnissen am Markt und Bewertungen ausverkauft und haben so ein paar Flaschen 13er. Was ich auch klasse finde, das große Gewächs im Boxburg. Ja. Bin ich ein großer Fan davon. Der Boxbeutel ist ja wirklich unser fränkisches USP, gerade wenn es Richtung Export oder sowas geht. Und wir sind auch Fan eigentlich von der alten Form. Wir sind bekennender Fan, auch wenn es jetzt aufgenommen wird. von der alten Form. Genau. Und ist auch die Form der Flasche, die man am leichtesten einschenken kann. Das habt ihr bestimmt auch schon alle festgestellt. Ja, und sie rollt nicht weg. Man kann sie im Keller wunderbar stapeln, ist überhaupt kein Problem. Naja, da höre ich anderes vom Markt, auch um den Export aufzubauen. Es ist zum Teil auf den Displays und in den Kühlschränken und Weinkühlschränken nicht immer der Platz auch für einen Silvaner vorhanden. Ich denke, das kann man so und so sehen. Ich sehe es genauso. Ich wüsste nicht, ob der neue Boxbeutel jetzt ein K.O.-Kriterium wäre, herzukommen. Also ich liebe auch den alten Boxbeutel mehr. Aber das ist ein persönlicher Geschmack. Ja. Es tun sich schon auch Händler schwer,
auch in Deutschland, ich habe es im KDW erfahren, die sagen, die haben jetzt komplette Weinabteilung neu gestaltet und haben vielleicht Boxbeutel etwas vergessen. Wenn doch anders auch platziert werden müssen. Und es ist so unser USP, unser Fränkisches, und wir stehen auch für den Boxbeutel im Silvaner, aber er ist nicht überall so leicht handelbar. Ich weiß nicht, wie es in der Gastronomie geht. Ja, also ich komme ja selber aus der Gastronomie, kenne die Problematik, Weinklimaschrank, es ist nicht ganz einfach, aber... Es ist auch nicht unmöglich. Genau, wie immer, wo ein Wille, auch ein Weg. Ich meine, wir haben jetzt mit der Lagerung, dadurch, dass wir den Schraubverschluss haben, ist es ja kein Problem, ich kann ihn stehen oder liegend lagern. Von daher ist da eigentlich dieses Argument... Kann man schon erschlagen. Und vor allen Dingen sind nur maximal 2% von dem Genusserlebnis, das die anderen 98% ist das, was auch im Boxbeutel drin ist. Ja. Und in dem Fall finde ich jetzt wirklich was einem nicht so ständig über den Weg läuft. 2013 meines Erachtens nach auch ein wirklich unterschätzter Jahrgang, der gerade bei hier am Steigerwald wirklich sehr, sehr gut war. Und jetzt einfach auch so ein bisschen anfängt, sich zu entwickeln, also die 5 Jahre, sprich jetzt wäre 2016 ja, oder ist aktuell der Jahrgang. Und wenn man mal noch ältere Weine probiert, dann weiß man, okay, das fängt da jetzt eigentlich erst an, sich zu entwickeln. Der Schlossberg an sich ist ja auch eine Monopollage. Wir haben vor 2-3 Jahren entschieden, dass es eben keinen Spätburgunder, keinen Riesling mehr gibt, sondern eben nur noch Silvaner. Es ist nur noch das Westschild, wo die Abendsonne draufknallt, den wir als großes Gewächs auch füllen. Das ist auch, finde ich, konsequente Entscheidung. Ja. Und dementsprechend tut es dem Silvaner einfach auch gut, an der Lage zu stehen, mit dem wirklich sehr, auch durch Alabaster Einflüsse geprägten Boden zu stehen. Mhm. Und das transportiert er eigentlich auch sehr gut ins Glas. Man sieht schon, er hat ein bisschen goldene Reflexe schon, ein bisschen drin. Hat auch in der Nase schon ein bisschen was Reifes, Anflug von Reife, aber so, ich sag jawohl, da ist immer auch noch eine schöne Säure da. Ja. Ich denke, das zieht sich auch generell durch die Range jetzt so durch. Wir brauchen auch beim Silvaner eine gewisse Säure als Gegenpart, aber als Reifepotenzial. Also es ist nichts Schlimmeres, wie wenn so ein Silvaner einfach nur breit. Und dann kommt er in die Phase, die er früher eigentlich gehabt hat. Das Image, das er früher mal hatte, so als einfacher Tischwein, geht es schon ganz gut. Ich denke, da hat sich gerade auch in Franken sehr, sehr viel getan. Ja. Und darf nicht vergessen, dass bis in die 60er Jahre Silvaner die meist verbreitete Rebsorte war in Deutschland. Das haben viele nicht mehr auch auf dem Schirm, auf unserem Händler, bei dem ich gestern war, in Deutschland. Mehr im Rieslinggebiet war das eigentlich nicht mehr so bewusst, und der Silvaner hat etwas an Größe, an Ansehen etwas verloren durch manche so das banal abgestuft. Und ich denke, es gibt keine Region in Franken, glaube ich, die sich so mit dem Silvaner beschäftigt. Und das ist das sicher noch uns plus unserem Boden, ich denke, ist das die Krönung. Auf jeden Fall. Ja. Gerade wenn man dann sowas Schönes im Glas hat, ne? Dann weiß man schon, dass das große Gewächs auch wirklich dann auch ein großer Wein ergibt. Ja, vor allen Dingen ist es für uns Türöffner. Wenn man sagt, okay, pass mal auf, ich schenke dir jetzt mal blind irgendwas ein. Da kommen, ich denke, es wird dir so gehen, die wenigsten drauf, dass sowas Silvaner sein kann. Und dafür brennen wir einfach, dafür leben wir, und das wollen wir einfach jedem erzählen, der es hören will. Ja, ich trinke auch gerne Riesling, aber... Ich persönlich finde einfach so, wenn man gereiften Silvaner trinkt, das ist irgendwie, finde ich persönlich für meinen Gaumen ein bisschen angenehmer als ins gereiften Riesling. Ja, teilweise immer diese Alterungsnote, die Petrolnote. Ja. Und das hat man beim Silvaner halt überhaupt nicht. Ja. Wobei ich denke, der Gipskörper da noch mal mehr Lagerungspotenzial gibt. Ich wohne selber in Sulzfeld am Main, wo der Muschelkalk ist, und ich denke, die Weine sind in der Jugend zugänglicher als hier. Ich erinnere mich, als ich 2004, als ich nach Franken kam und meinen ersten Schlossberg gekauft habe, der damals schon ein Geld gekostet hat, und sagte, wird er nie reif, wird er nie irgendwie trinkbar.
bis ich dann verstanden habe, dass die Weine einfach hier Zeit brauchen, dass der Boden unterschiedlich ist. Und das, ja, wir sind gerade momentan mit dem 2001er April, das ist immer mal so als, als ja, wie soll ich sagen, Ausblick mal unterwegs. Ne? Mhm. Und das ist halt wirklich auch für uns nach wie vor wieder Bestätigung, jawohl, macht euch nicht verrückt in der Jugend, die müssen sogar eigentlich noch kerniger sein, eigentlich in der Jugend. Mhm. Um die Säure trägt die dann einfach noch länger. Und ich glaube, da wird sich die Reise noch ein bisschen mehr in die Richtung entwickeln. Ja, denke ich auch. Aber das Entscheidende ist am Ende des Tages, das Lesegut, wir sind jetzt gerade heute fertig geworden mit der Ernte. Es war jetzt kein einfacher Jahrgang, muss man wirklich sagen. Wir haben viel investiert in Handlese, in Selektion, in einfach perfektes Lesegut. Investitionen, die jetzt momentan Geld kostet, die uns aber in der Zukunft helfen wird. Und das muss man einfach tun, meine Sache. Ich glaube, 21 war wirklich auch nicht so der leichteste Jahrgang. Ich denke mal, mit falschem Mehltau gab es mit Sicherheit auch Probleme bei euch. Ja, wie überall, aber das ist gerade in solchen Jahrgängen, trennt sich dann auch Spreu von Weizen und dann will man einfach auch zeigen, was man auch in so einem Jahrgang irgendwie. Also 2021 wird ein Winzerjahrgang. Ja. Deutlich, ja. Doch. Also man wird damit zeigen, wer hat geschludert und wer hat wirklich sauber gearbeitet. Wer hat auch wirklich nur das in den Keller gebracht, was in den Keller soll. Mhm. Also ich freue mich auf den Jahrgang, muss ich echt sagen. Ja, ich auch. Ja, wir haben jetzt auch erst die Woche mal die ersten Jungweine probiert. Mhm. Das ist erstaunlich, was da im Keller ist. Es ist ja eine schöne, ganz knackige, frische Säure. Sehr klare, sehr, sehr feine, reine Frucht. Ich glaube, das wird sehr spannend. Mhm. Ja, aber da müssen wir noch ein bisschen warten. Also und noch spannender ist es dann, die Weine 2031 zu probieren. Wie sowas dann mal 10 Jahre gereift sich probiert, weil auch der Jahrgang 2008, der ja damals so als ja ein bisschen sehr säureprägnanter Jahrgang und nicht ganz so groß empfunden wird. Wenn ich heute 2008er gereifte Weine probiere, das ist grandios. Also muss ich wirklich sagen, es macht immer mehr Spaß. Mhm. Also dann treffen wir uns in 10 Jahren wieder. Gerne. Hoffentlich schon früher. Gut. Dann würde ich sagen. Er braucht Zeit im Glas. Ja, aber ich finde sehr harmonisch. Also ja, der ist einfach in sich einfach rund und harmonisch ausgebaut. Also ich habe letzte Woche in Italien vorgestellt, im 3-Sterne-Lokal. Und für mich ist ganz klar, dass es auch ein Essensbegleiter ist. Das ist für mich jetzt kein Wein zum so trinken, sondern nicht einfach eine Macht. Und ich würde den sogar in einem schwarzen Blindglas auch mal zum roten Fleisch verkosten. Ganz frech. Also das geht wunderbar zum, sagen wir mal, auch jetzt klassische Wildküche, ein Rehrücken oder auch, wir haben ja auch eine eigene Jagd mit dabei und kriegen auch mal Innereien zu einer Rehleber, diese Würze passt hervorragend, in Kombination mit Quitte und ein bisschen Rosenkohl oder so, ist perfekt. Mhm. Man kriegt fast schon mal eins. Ja. Das ist ein Wein, ich denke, ich werde das später auch was darüber erzählen. Ich habe es nur kurz dekantiert. Und nach einem Aha-Erlebnis vor 2 Wochen. Also die Idee bei dem Wein ist folgende. Man muss sich vorstellen, Jahrgang 2017. Es war kein einfacher Jahrgang, eigentlich deutlich schwieriger wie dieses Jahr. Es hat eigentlich nur einmal geregnet. Ja. Und wir haben gesagt, okay, da gibt es so einen Weinberg. Ich war da neu, es war mein erster Herbst. Hier unweit davon, und das ist von einer Winzerin, die uns schon seit 40 Jahren Trauben liefert, Frau Zapf, die ist leider jetzt verstorben letztes Jahr, und die hat einen uralten Weinberg immer gepflegt, das war so ihr Paradies. Da ist ein Weinberg, da ist so Zeilenabstand 1 Meter, so wie man es im Burgund kennt irgendwie. Stehen Bäume, Wiese, Pferdgras da jetzt mittlerweile drauf, und das eben im gemischten Satz. Und ich habe bei mir in den Unterlagen gefunden, Pflanzjahr 1873, also wirklich uralter Weinberg. Und da habe ich gesagt, da muss mal irgendwas Besonderes jetzt draus werden. Haben den dann gemeinsam geerntet, auf der Maische vergoren, so getan, als ob es Rotwein wäre, und dann einfach mal ein Jahr lang ins Granitfass gepackt. Also Granit hat ja
ja, so ein bisschen eine ähnliche Sauerstoffdurchlässigkeit wie Holz auch. Und der Wein, also der 17er, das war am Anfang, habe ich meine Kellerleute ziemlich geschockt, weil das war sehr reduktiv, um es mal so auszudrücken. Hat ein bisschen gedauert, bis der Wein sich auch wirklich geöffnet hat. Und 2018, jetzt der Folgejahrgang, ja, einfach mal der nächste. Man hat ein bisschen was draus gelernt, wie geht man mit dem Weinberg um, man hat sich da ein bisschen angenähert. Und auch hier finde ich, wenn man den auch mal in einem schwarzen Glas oder so probiert, der hat einfach eine sehr, sehr feine Gerbstoffstruktur. Mhm. Hauptrebsorten sind hier Silvaner, Traminer, Muscateller. Mhm. Ich finde auch diese Blütenaromatik vom Muscateller, Traminer kommt auch in der Nase schon gut durch. Das sind 1000 Liter, das ist eigentlich eine nette Spielwiese, aber die braucht man eben auch. Hat uns einfach auch ein bisschen inspiriert, auch das Thema Maischegärung, auch, ich sag's immer so, zum Würzen, auch in anderen Weinen ein bisschen mit reinzubringen. Das große Gewächs 2018, was ja jetzt noch nicht auf dem Markt ist, da ist eben auch ein bisschen Maischegärung schon mit drin. Mhm. Und das hat das ganze Thema eigentlich sehr befruchtet. Nase ist sehr spannend, also ich finde da jetzt auch sowas. Ich denke, der Wein zeigt doch etwas, auch der Weg von der Tradition auch zu Neuerungen, auch das einfach. Sagt, wir sind nicht nur sagen Spielwiese, sondern sich auch was trauen und auch was noch spannend ist, was wir noch nicht hatten und auszuprobieren. Und das vor 2 Wochen hat man den nochmal blind verkostet, in einer Verkostung 2 Stunden später. Ich habe Gott sei Dank erkannt und viele andere hatten gesagt, das kann nicht der Wein sein. Und der hat sich einfach enorm entwickelt. Ja, er hat so, auch durch die Maischegärung finde ich, so eine Seidigkeit. Also ist nicht irgendwie plump breit. Es gibt ja auch Rotweine, die sind dann irgendwie nach 5 Jahren noch mit trinkbar. Aber ich finde, es kann nicht fast, das hilft ihm einfach so ein in seiner Entwicklung. Also ich finde die Maischegärung, die merkt man schon ein bisschen. Ja. Aber sie ist sehr, sehr leicht und sehr fein, finde ich. Jetzt. Also es springt einem jetzt nicht so entgegen, wie jetzt bei so ein paar anderen Vertretern, die ich da mal probiert habe. Aber es ist sehr fein von der Nase. Es bewusst jetzt auch nicht in der Kategorie Orange jetzt irgendwie zu sehen. Es ist einfach, was uns auch widerspiegelt. Mhm. Also wir müssen uns auch ein bisschen treu bleiben an der Stelle. Und nicht sagen, jetzt weil die ganze Welt Orange macht, machen wir es jetzt auch, sondern es muss auch zu uns passen. Aber es ist ja in Ordnung, dann auch einige Elemente vielleicht dann auch zu übernehmen. Man muss es ja nicht komplett quasi in die Richtung machen. Ja. Und auch hier finde ich auch wieder die Salzigkeit, die Würzigkeit vom Käuper. Und das finde ich auch für eine Handschrift, für eine Stilistik, die jetzt vom Weingut herkommt, also sprich vom Boden. Ich kann natürlich önologisch immer alles anders machen, aber so eine Durchgängigkeit, das ist für mich, egal ob ich jetzt irgendwo bin, in Burgund, in Bordeaux, egal wo, diese Handschrift, dieser Typ Castel, der muss einfach erkennbar sein. Und da sind wir jetzt dran, weiter zu schärfen, weiter dran zu schleifen. Und ich denke, da sind auch gerade die 20er waren jetzt ein guter Ausblick. Nee, die fand ich jetzt wirklich sehr schön, die 20er Weine. Ich finde den auch sehr spannend. Das ist aber was ganz anderes. Genau, wollte ich gerade sagen, komplett was anderes. Auch da bin ich immer gespannt, wie der mal in 5-6 Jahren sich probiert, wenn er eben diese leichte, sag ich mal, Nussigkeit von dem Reife-Thema ein bisschen mitbekommt. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut und da lege ich mir bestimmt ein paar Flöte zur Seite. Was würdest du jetzt so den Wein zum Essen trinken? Ich finde ihn momentan noch ein bisschen jung, die Säure noch ein bisschen frisch. Also da würde ich jetzt auch durchaus mal eine Speise nehmen, die ein bisschen in die Fettstruktur geht. Zum Beispiel ein Schweinebauch, der so ein bisschen asiatisch mariniert ist vom Garten. Und dann so butterweich, schmelzig, gegart über 24 Stunden. Dazu Miso-Soße, ist auch da wieder eher puristisch. Ne? Bisschen Sesam vielleicht, bisschen Bitterstoffe. Sowas kann ich mir schon vorstellen. Ich hatte jetzt so, und wann kochen wir das? Ich hatte jetzt so im Hinterkopf vielleicht sowas wie Waller oder sowas. Waller geht auch. Würde ich aber dann vielleicht sogar sagen, nicht klassisch, sondern in einem Blausen. Nee, eher vielleicht sogar in die Richtung
dass man ihn leicht fermentiert, also so ein bisschen auch also diese Pickel-Fermentationsrichtung geht, finde ich gut, weil dann auch das Fleisch ein bisschen eine Kernigkeit kriegt. Mhm. Was wir letztens im Gang hatten, ein Hecht im Speckmantel, das ist einfach schon eine gewisse, was auch geräuchert, das heißt eine Struktur dabei zu haben, ja. Ja, das ist schön. Ich bekomme Hunger. Ja. Müsste man eigentlich wirklich mal machen, das dann nochmal begleitet mit einem Essen oder so, das ist bestimmt spannend. Auf jeden Fall. Ja. Ich hatte letzte Woche in Italien zu dem Kugelspiel, war 19er und wir hatten danach in einer Doppelmagen 2006 eine geräucherte Bresaola mit Trüffel und Parmesan und es war durchaus eine interessante und gute Kombination. Deswegen, Silvaner und nur Spargel, hallo? Ja, nee, das ist, da geht schon mehr. Geht schon viel. Also ich persönlich finde sogar teilweise Silvaner ja, aber eher gereift, weil Spargel hat sehr viel Bitterstoff. Mhm. Silvaner jung mit recht viel Säure, das beißt sich. Ich finde, wenn man dann Silvaner, wir haben es dieses Jahr probiert mit einem 14er, Trautberg Silvaner, erste Lage, das war viel, viel schöner, weil eben diese feine Säurestruktur mit den Bitterstoffen vom Spargel und diese leichten, auch teilweise süße Note vom Spargel eben auch eine schöne Kombination war. Mhm. Super. Eine Frage hätte ich noch. Was sind die Pläne für die nahe Zukunft im Weingut? Die nächsten Pläne sind eigentlich, dass wir uns intensiv nochmal mit unserem Sortiment befassen. Wir wollen es eigentlich ein bisschen straffen und auch nicht mehr, ich sag's mal, alles für jeden machen, sondern wirklich unsere Nische in Anführungsstrichen noch mehr charakterisieren, feinschleifen, unsere USPs nach außen stellen. Das ist jetzt schon eine Aufgabe, die, sage ich mal, in seiner Vorbereitung schon 2-3 Jahre läuft. Mhm. Aber ich sag's mal so, wenn wir jetzt hier sitzen, wir tun uns schon viel, viel leichter, über das zu reden, was uns auszeichnet, wenn man sich vorher darüber Gedanken gemacht hat. Wir haben das schon alle immer gewusst, dass wir 5 Monopollagen haben, dass wir die Silvanerwiege sind, dass Gipskäuber langlebige Weine ergibt. Aber das jetzt einfach in der Konsequenz auch zu spielen, das soll sich dann am Ende des Tages auch im Sortiment widerspiegeln. Und das Thema gereift wird natürlich da nochmal ein bisschen mehr auch zum Vorschein kommen. Aber das ist jetzt mal für mich das nächste Etappenziel. Okay. Wenn ich heute ein deutsches Weingut anschaue und die Preisliste dafür oder einfach nicht die Preisliste, sondern einfach das Sortiment, dann ist es mit der gleichen Anzahl von Hektar im Vergleich zu ausländischen Weingütern einfach viel, viel breiter strukturiert. Ja. Das ist sicher auch unsere Stärke, die wir ein Stück weit haben. Wir haben Scheurebe, wir haben Bacchus, wir stehen auch hinter unserem Müller-Thurgau, eine vernachlässigte Sorte zum Teil. Wir stehen für Silvaner und wenn ich heute auf dem Markt bin, ich habe schon unsere Liste für mich so reduziert, weil ich sage, ich kann auch im Ausland überfordere ich Menschen, die Wein zu präsentieren, wenn ich zu viele Produkte vorstelle. Ich beschränke mich auf 2 bis 3 und ich beschränke mich auf Silvaner. Mhm. Super. Von dem her kann ich eigentlich nur sagen, liebe Zuschauer, liebe Weinfreunde, kommt doch einfach mal nach Kastell, geht in die neue Vinothek und probiert mal was. Ich glaube, ihr werdet auch was mitnehmen. Bin mir ziemlich sicher. Mhm. Von dem her, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Vielen Dank. Ciao, ciao. Zum Wohl. Ciao. Ciao.